Ja, hallo zusammen und humanistische Grüße. Heute gibt es einen kleinen Kommentar zu einer Bundestagsdebatte zu dem Thema Kampfdrohnen und die Anschaffung für die Bundeswehr. Die Debatte gibt es schon länger. Ich war selber auch bei der Bundeswehr, auch in Afghanistan, und maße mir diesen kleinen Kommentar an. Und wir schauen uns jetzt zusammen die Debatte an. Ich werde auch später noch Sachen einblenden, thematisch. Und los geht's. Gibt es Und weitere damit kommen wir zum Änderungsvorschläge? nächsten Nee, das ist nicht der Tagesordnungspunkt. Fall. Dann Da verfahren geht wir es um wie vorgeschlagen. Kampfdrohnen. Die Ich Debatte rufe auf die darüber, ob Tagesordnungspunkte ferngesteuerte 17 und Drohnen mit 17,5 Waffen und 18. ausgestattet werden sollen, Beratung gibt der es nun Beschlussempfehlung des schon ungefähr Verteidigungsausschusses für zehn die Fraktion Jahre der Fraktion Die lang. Linke Und und die Grünen eigentlich keine wollte sich die Ausrüstung der Bundeswehr Koalition mit Bewaffnung in dieser erfordern sowie Legislaturperiode Beratung darauf beantragter einigen, Fraktionen eine der Entscheidung 90 zu sowie die treffen, Linke ob keine das nun Beschaffung bewaffneter stattfinden soll. Drohnen für Die die SPD. Bundeswehr. 10 Jahre lang, daran sieht man schon, wie umstritten das Thema ist, wenn die verschiedenen Parteien, also da gab es ja auch verschiedene Regierungen, sich schon so lange damit beschäftigen und immer noch nicht zu einer Entscheidung gekommen sind. Die Fraktion Für hatte die sich am Aussprache ist Dienstag eine jetzt Dauer von aber 30 darauf Minuten geeinigt, beschlossen. das Thema nochmal ganz Ihre Kollegin grundsätzlich konnte zu bitte machen Sie Platz diskutieren. jetzt in Das den heißt, Zügen in Ihrer dieser Legislaturperiode Legislaturperiode wird verabschieden, um es die hier Wahl wohl zu wählen. nicht zu einer Entscheidung kommen. Das Neue sorgte Angeklagte ist für noch zu sprechen, Wirbel ich nehme in der gleich an. SPD-Fraktion. Der verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu ist von seinem Amt zurückgetreten. Aber auch außerhalb der Fraktion gab es viele Reaktionen darauf, auch natürlich So, von man der scheint sich bei der Union, Bundeswehr denn aus das dem Gehörgang zu nehmen. Verteidigungsministerium hatte sich gewünscht, dass der Bundestag solchen ferngesteuerten Drohnen Öffne die Aussprache, erteile als zustimmt. ersten Redner das Wort dem Kollegen Henning Anlass für diese Otto, Debatte der sind Ortel zwei CDU-CSU-Fraktion. Anträge aus der Opposition, von der Linksfraktion und den Grünen, die sich Das Wort. jeweils gegen bewaffnete Drohnen aussprechen. Henning Otte spricht als erstes. Also als Hintergrund, die Grünen und die Linken haben jeweils nochmal einen Antrag eingebracht, der dann quasi jetzt innerhalb von so 40 Minuten diskutiert und dann abgestimmt wird. Also gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen. Weil Drohnen hat die Bundeswehr ja schon länger, aber halt noch nicht solche, dass sie quasi im Einsatz eingesetzt werden können, um irgendwelche Leute, die in Afghanistan rumhüpfen, zu bekämpfen im Zweifel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beraten heute zwei Anträge, einen Antrag der Fraktion Die Linke und einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der eine lautet: keine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. Der andere lautet: keine Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Wenn der Hintergrund dieser Anträge nicht so schäbig wäre, könnte man witzeln, wenigstens der Satzbau wurde individuell gestaltet. Im Kern aber lehnen beide Anträge die Bewaffnung von Drohnen ab. Und sie gefährden damit Leib und Leben der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Das möchte ich mal sehen, wie die Familien auf sie reagieren. Auch schon wieder ein bisschen, naja, ob nun die Anschaffung von Kampfdrohnen, das jetzt in Relation zu bringen, dass die Familien dann irgendwelche Leute verlieren, ne? Also das so gegeneinander zu stellen, ist auch schon ein bisschen makaber. Grüne wie Linke lehnen beide aus linksideologischer Arroganz die Einführung dieser Schutzdrohnen ab. Schutzdrohnen, ja, kann man nur zum Schutz gebrauchen. Meine Damen und Herren, Drohnen sind nichts anderes als ferngesteuerte Fluggeräte, ferngesteuert von ausgebildeten Bundeswehrsoldaten. Sie antizipieren so von Anfang an ein. Ferngesteuerte Fluggeräte, ja, muss man natürlich dazu sagen, stimmt so auch nicht. Die Amerikaner machen ja schon seit 9/11, quasi kurz danach und schon vorher in der Entwicklung, haben die quasi Drohnen ausprobiert und die setzen die ja seitdem, egal unter welchem Präsidenten, weltweit ein. Und da so lapidar davon zu sprechen, dass das nur ferngesteuerte Fluggeräte sind, stimmt auch nicht, weil es sind schon laut offiziellen Zahlen mehrere tausend Menschen an Drohneneinsätzen weltweit gestorben. Und das sind nicht nur Terroristen. Unsachgemäßen Gebrauch. Und sie misstrauen unseren Soldatinnen und Soldaten. Sie entziehen ihnen damit das Vertrauen. Das ist unsachgemäß und das ist schäbig, meine Damen und Herren.
Sie müssen sich zu diesem Thema überhaupt nicht melden. Sie lehnen die Bundeswehr ja von Grund auf ab. Aber auch die Grünen zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. Sie steuern ja vermeintlich auf den politischen Mittelstreifen und biegen ohne zu blinken scharf nach links mit diesem Antrag ab. Aber, meine Damen und Herren, und das besorgt mich sehr, ich halte das Verhalten der SPD-Spitze auch für schäbig. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir nach einer Anhörung die Bewaffnung von Drohnen ermöglichen. Wir sind jetzt 8 Jahre dabei zu diskutieren. 2017 im Sommer war es der 100% Mr. Schulz, der dann gesagt hat, es ist verboten zuzustimmen im Verteidigungsausschuss. 2020 war es Herr Walter Borjans, der verboten hat zuzustimmen. Gegen die Einstellung der roten Verteidigungspolitiker, was zum Rücktritt des verteidigungspolitischen Sprechers von Fritz Felgentreu geführt hat. Das bedauere ich sehr, aber ich bedanke mich persönlich bei dir, Fritz, für die gute Zusammenarbeit. Die SPD aus Partei, Fraktion und Kabinett lässt die Bundeswehr hiermit im Stich. Die SPD bricht auch das Wort in der Koalition. Naja, ob man jetzt komplett die Bundeswehr im Stich lässt, wenn man bewaffneten Drohnen nicht zustimmt, also würde ich mal nicht so sagen. Und da gibt es mit Sicherheit auch andere Beispiele, wo irgendwelche Sachen, die in Koalitionsverträgen vereinbart wurden, nicht eingehalten wurden oder sogar das komplette Gegenteil gemacht wurde. Es geht hier um Leben und um Tod. Leben, wenn man sich gegen einen Beschuss mit bewaffneten Drohnen wehren kann. Tod, wenn man sich nicht gegen diesen Beschuss wehren kann. In Kunduz war... Das ist auch ein bisschen zu schwarz-weiß auf jeden Fall. ...war die Situation, dass die Soldaten mit einer Beobachtungsdrohne eine Gefahrenquelle gesehen haben. Sie mussten sich auf den Boden legen und auf Glück hoffen, dass sie nicht getroffen werden. Hätte man eine bewaffnete Drohne, dann hätte man sich wehren können. Es geht lediglich um die Beschaffung von 5 Luftfahrzeugen, meine Damen und Herren. Ich stelle hier die Frage, dürfen wir als Parlamentarier unsere Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze entsenden und ihnen gleichzeitig die technisch notwendigen und vorhandenen Möglichkeiten entziehen, sich zu erwehren? Nein, das dürfen wir nicht, meine Damen und Herren. Deswegen brauchen wir eine bewaffnete Drohne. Naja, an der Ausrüstung wurde ja schon länger auch viel gespart und die CDU war ja quasi nach Schröder, also ab 2005, immer an der Regierung und jetzt so zu tun, als hängt das irgendwie nur an der SPD, ist halt auch ein bisschen heuchlerisch, ne? Und ich weiß es selber, als ich in Afghanistan war, also das war 2005, da stimme ich ein Stück weit zu, da gab es nicht die beste Ausrüstung, muss ich mal so sagen. Die SPD behauptet ja, sie wolle jetzt Zeit haben zum Diskutieren. Wir verlieren wertvolle Zeit für die Ausbildung der Piloten, für die Beratung der Verträge und auch für die Beschaffung. Es wäre Pflicht des Bundesfinanzministers gewesen, der sich als Vizekanzler bezeichnet und Kanzlerkandidat der SPD ist, unserem Land zu dienen, die Finanzierbarkeit zu ermöglichen, die Vorlage durchzugeben und damit Schaden von unseren Soldaten abzuwenden. Aber die Beschaffung... Schaden von den Soldaten wendet man übrigens auch ab, wenn man die Leute erst gar nicht in Einsätze schickt, ne? Die Beschaffung von Drohnen gibt die Möglichkeit, den übergeordneten Sinn einer Debatte zu verstehen. Wie stehe ich denn als Bundestagsabgeordneter und als Partei zu unseren Soldaten, zu unserer Bundeswehr und zu unserem Land? Ich hätte erwartet, dass der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hier ist. Abgeordneter da vom größten Bundeswehrstandort, nämlich Munster. Lars stellt sich nämlich hin in Munster und verabschiedet wort- und blumenreich die Soldaten in den Einsatz. Aber er hat nicht den Mumm und den Schneid, gegen die Parteispitze als Generalsekretär aufzustehen und nämlich das zu fordern, was man braucht, Schutzkomponenten für unsere... Ist auch ein bisschen schwarz-weiß, also wenn er Generalsekretär von der CDU wäre und könnte mit seinem angeblich Gewissen nicht gegen irgendeinen Parteibeschluss, würde da ganz anderer Meinung sein, ob er dann aufstehen würde und sich da hinstellen würde und sagen würde, ja, ich sehe das aber komplett anders, ist auch die Frage, ne? Also die Argumentation ist ein bisschen schwach. Soldaten. Und hier zeigt sich, meine Damen und Herren, hier zeigt sich ein gemeinsamer Kniefall von SPD, Links und Grüne vor der sozialistisch-pazifistischen Ideologie. Das ist ein Verrat an der Bundeswehr.
Also ich finde es gar nicht so schlecht, pazifistisch zu sein, ne? Ja, dieses Gefecht, dieses Manöver ist sowas von offensichtlich. Die SPD dreht scharf nach links ab und sucht die Option im rot-grünen linken Glück. Aber dieses Glück wäre bei den sicherheitspolitischen Herausforderungen ein Unglück für unser Land. Und deswegen kommt es auf die Union an. Ein Stück weit habe ich das auch schon öfter mal beobachtet, dass die SPD vor Wahlen so ein bisschen von ihren Positionen nach links geht und ja, um ein Stück weit dem linken Flügel der SPD auch zu gefallen. Also das ist natürlich, könnte ein bisschen so ein Argument sein dafür. CDU, CSU, wir stehen weiter zu unserer NATO-Verpflichtung. Wir stehen zu unserer Truppe. Wir sind bereit, 46,9 Milliarden auszugeben und wir werden weiterhin... Muss man sich mal überlegen, 46,9 Milliarden, das sind fast 10% des Bundeshaushaltes, meine ich, also der Verteidigungshaushalt, weil Bundeshaushalt ein kompletter hat, glaube ich, so roundabout 500 Milliarden und er will auch noch einen draufpacken, ne? Und man muss ja immer bedenken, er hat ja gerade gesagt, wir stehen zu unseren Verpflichtungen, naja, ich meine, kann man auch ein bisschen kritisch sehen, weil jahrelang hat Deutschland zum Beispiel dieses NATO-2%-Ziel überhaupt nicht erfüllt und Trump kam ja dann quasi als Präsident an die Macht und hat da ein bisschen Druck gemacht. Bei Obama gab es diese Forderung, glaube ich, auch, aber er war da nicht so energisch dahinter und jetzt sich so hinzustellen, als würde Deutschland da immer die ganzen Forderungen erfüllen, ist auch ein bisschen, naja. Investieren müssen in die Modernisierung, in die Einsatzbereitschaft, damit wir auch mit einem guten Gewissen sagen können, ja, wir entsenden Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze. Ja, wir geben ihnen aber auch die möglichen Schutzsysteme mit an die Hand. Denn es geht darum, Frieden, Freiheit zu bewahren, Sicherheit zu bewahren und deswegen... Frieden, Freiheit und Sicherheit, ich sehe das mittlerweile auch ein bisschen anders. Damals war ja auch so... das Motto, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt und jetzt sich so ein bisschen so hinzustellen mit, okay, wenn die Bundeswehr die Drohnen hat, die 6 Stück oder 5, ich weiß nicht mehr, was es war, dass damit dann die Freiheit irgendwie gesichert wird und Demokratie gesichert wird, ist auch ein bisschen, naja. Lehnen wir diesen Antrag, Herr Kollege, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Ich versuche die ganze Zeit dazwischen zu kommen, aber Sie haben nicht mal Luft geholt. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der Runde. Ich bin jetzt am Schluss meiner Rede und ich möchte noch einmal sagen, wir hoffen und setzen auf die Einsicht der SPD. Wir als Union, wir stehen zu unserer Truppe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lehnen den Antrag ab. Gut, die Antwort war nein. Die Antwort war nein. Nächster Redner ist der Kollege Gerold Otte, AfD-Fraktion. Gerold Otten ist Mitglied im Verteidigungsausschuss für die AfD-Fraktion. Herr Kollege Otten, ich muss mich wirklich entschuldigen, ich bin auf meine Schriftführer angewiesen. Bei mir steht Otte, aber Sie heißen tatsächlich Gerold Otten. Genau. Ja. Haben nicht viel gemeinsam mit der CDU, aber... Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Mir gerade eine emotionale Rede gehört. In den vergangenen Monaten und Jahren wurde über mehrere Foren über die Notwendigkeit von bewaffneten Drohnen diskutiert. Abschluss bildete, wie ich schon gehört, hier eine Anhörung im Bundestag. Vor wenigen Tagen fiel aber dann der SPD auf, dass die bisherige Debatte zu sehr auf den Schutz unserer Soldaten verengt wäre. Der Krieg im Bergkarabach zeigt aber nun, dass bewaffnete Drohnen auch als Angriffswaffe genutzt werden können, so die Kollegin Heinrich von der SPD. Meine Damen und Herren, das ist doch der sicherheitspolitische Offenbarungseid der SPD, was Sie abliefern. Mit der Form können Sie genauso Panzer, Korvetten und Kampfflugzeuge ablehnen, denn das sind auch Angriffswaffen, wenn Sie wollen. Dennoch enthält diese Erkenntnis zwei bemerkenswerte Aspekte. Erstens, der Union fällt nun ihre Argumentation voll auf die Füße, diese Waffensysteme dienten nur dem Schutz unserer Soldaten im Einsatz. Und zweitens, die SMB-Führung offenbart ihr ein erschreckendes Maß an Ignoranz. Oder es ist kaltes politisches Kalkül. Ich weiß nicht, was mehr verachtenswert ist. Vor einem Jahr habe ich hier an dieser Stelle bereits in der Theorie das vorhergesagt, was in Bergkarabach eingetreten ist. Bewaffnete Drohnen sind Wirkmittel zur Aufklärung, Überwachung und Bekämpfung gegnerischer Kräfte. Die Aserbaidschaner verdanken ihren Sieg der Fähigkeit, feindliche Stellungen und Kriegsgerät aufzuklären, um punktgenau zu bekämpfen. Besser als eben Artillerie oder Kampfflugzeuge können, vorausgesetzt eine wirksame Luftabwehr fehlt.
Fasste dies damals so zusammen, das gilt auch heute noch. Schutz für unsere Soldaten entsteht einzig durch Aufklärung und Wirkungsmöglichkeit auf dem Gefechtsfeld. Und natürlich sind bewaffnete Drohnen dazu das geeignete Luftkriegsmittel. Auch da kann man natürlich wieder sagen, okay, man muss die Soldaten ja erst gar nicht in Einsatz schicken und dass Drohnen so die einziges Mittel ist, um die Soldaten da vernünftig zu schützen, würde ich auch mal dahinstellen. Alles aber zeigt, in der SPD-Fraktion fehlt sich nur an Sachverstand, sondern jeglicher Bezug zur Realität ist verloren gegangen. Das in der Partei, die mit Helmut Schmidt oder Georg Lieber renommierte Verteidigungsminister hatte in diesem Land. Sie schämen, sollten sie sich. Man kann das Lavieren der SPD nur als... Also ob Helmut Schmidt für Kampfdrohnen gewesen wäre, mag ich auch mal zu bezweifeln. ...schizophren bezeichnen. Vorgestern versprechen Sie gegen eine Bewaffnung von Drohnen aus. Gestern stimmen Sie im Verteidigungsausschuss gegen den gleichlautenden Antrag der Linkspartei. Das ist doch eine sicherheitspolitische Geisterfahrt, was Sie hier veranstalten. Jetzt erklären Sie doch bitte mal unseren Soldaten, die sich leichtfertig mit ihren Stimmen gefährliche Auslandseinsätze nach Afghanistan und Mali schicken. Die AfD hat bestimmt auch dem einen oder anderen Auslandseinsatz zugestimmt. Also mal Butter bei die Fische. Den Sie dann aber aus parteitaktischen Erwägungen den Schutz und die Mittel von feindlichen Angriffen verweigern. Meine Damen und Herren, die Beschaffung bewaffneter Drohnen ist ein hochbrisantes gesellschaftliches Thema. Allein das widerspricht schon der These von einer mangelnden öffentlichen Debatte. Fakt ist, es gibt seit mehr als einem Jahrzehnt eine breit angelegte Kampagne gegen bewaffnete Drohnen, vorangetrieben von Links und Grünen. Was übrigens nicht verkehrt ist. Und ich meine, es gab sogar auch irgendwelche Umfragen in der Bevölkerung und da hat sich eine Mehrheit der Befragten auch gegen die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen ausgesprochen. Ich guck mal nach. ...und ihren Gesinnungsgenossen an den Schalthebeln der veröffentlichten Meinung. Union und FDP wussten schon vor mehr als 10 Jahren, was nötig ist. Doch die selbsternannte politische Mitte regierte hier die Furcht. Furcht vor einem Teil der medial fehlinformierten und parteipolitisch instrumentalisierten Gesellschaft nicht mehr wählbar zu sein. Darum wurde diese Entscheidung über mehr als ein Jahrzehnt verschleppt. In der SPD bricht sich aber nun wieder die linke Haltung Bahn. Ist die Furcht von Mützenich und Borjans Groß, von der linken Wählerklientel abgestraft zu werden, würde man einer Beschaffung von Drohnen zustimmen. Ähnlich so bei den Grünen. Auch sie sind Opfer ihrer eigenen linken und weltfremden Propaganda. Und viel Spaß, meine Damen und Herren von der Union, mit Ihrem neuen Koalitionspartner. Wie fühlt man sich eigentlich? Man merkt, nächstes Jahr ist auch Bundestagswahlkampf. Also immer zu diese ganzen ideologischen Argumente. Naja, ist ja jetzt, bringt eigentlich trägt zur Sache nicht so viel bei. Wie fühlt man sich eigentlich, nachdem die SPD in ihr Herzensprojekt der Verteidigung versenkt hat? Das alles vor dem Hintergrund, dass Sie der SPD in der Legislaturperiode jeden Wunsch erfüllt haben, bis hin zur Grundrente. All das aber zum Leidwesen der Bundeswehr, ihrer Soldaten und der Sicherheit unseres Landes. Während nun viele unserer verbündeten Streitkräfte über diese Waffensysteme verfügen, ist die Bundeswehr auf dem Weg, eine drittklassige Armee zu werden. Technisch veraltet, materiell gebeutelt, personell ausgehöhlt. Technisch veraltet würde ich nicht so sagen. Ich meine, die Bundeswehr hat auf jeden Fall noch den mit einem der besten, zum Beispiel Panzer, die es auf der Welt gibt. Die Bundeswehr wieder schlecht. Ohne Befähigung zum Kampf nicht in der Lage, unsere Heimat zu verteidigen. Dafür sind Sie mitverantwortlich. Wir fordern daher die SPD auf, zurückzukehren auf den Kurs der Realpolitik. Einen Kurs, den dann Helmut Schmidt gefahren hätte. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ott. Also wenn alle Kampfdrohnen haben und Deutschland dann auch welche anschafft, dann kann man natürlich sagen, dass das Realpolitik ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass Helmut Schmidt da zugestimmt hätte oder dass das auch gut ist, dann trotzdem Kampfdrohnen anzuschaffen. Wie gesagt, ich erinnere daran, dass gerade von den USA mega viele Menschen in allen möglichen Ländern, Pakistan, Jemen, Afghanistan, einfach durch Drohnen gekillt werden, so, wo es kein Gericht gibt, wo es einfach nur heißt, so, ja, Mr. President, hier ist die Killing List, los geht's. Ne? Und das war unter allen Präsidenten seit Bush. Für die SPD-Fraktion wird jetzt Siemtje Möller sprechen. Sie ist die zuständige Berichterstatterin
Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für Drohnen und er hat sich auch schon dazu geäußert, dass Fritz Felgentreu von seinem Amt als verteidigungspolitischer Sprecher zurückgegangen ist. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, angesichts eines Antrages der Opposition, der uns hier zur Abstimmung vorgelegt, oder zwei Anträgen, könnte ich es mir sehr leicht machen und meine Rede nun mit "Wir lehnen ab" abschließen. Aber angesichts der hochkochenden Debatte in den analogen und sozialen Medien und der Überemotionalisierung von allen Seiten möchte ich die Gelegenheit nutzen und vor allen Dingen mich an Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, wenden. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, dass ich mich für die Beschaffung der Bewaffnung ausspreche und damit den vorgelegten Anträgen auch inhaltlich ablehne. Ich tue das, weil mir Ihr Schutz in den Einsätzen wichtig ist. Und dieser Grundsatz gilt ebenso für alle meine Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion, unabhängig, ob sie sich für oder gegen die Bewaffnung aussprechen. Uns ist Ihr Schutz und Ihre Ausrüstung wichtig. Genau, deshalb stimmen die auch immer den Einsätzen zu, weil der Schutz der Soldaten ja so wichtig ist. Oder deshalb hat man ja auch so viel gespart bei der Bundeswehr, weil der Schutz so wichtig war. Ne? Ich meine, jeder Wehrbeauftragte, zumindest was ich immer mitbekommen habe, hat immer bemängelt die Ausrüstung der Bundeswehr gerade in den Auslandseinsätzen. Deswegen stehen wir als Bundestagsfraktion seit 2014, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, zu dem Aufwuchs im Einzelplan 14. Auch in 2021 stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Koalitionspartner erneut mehr Mittel, satte 1,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Trotz Corona, trotz vieler anderer Bedarf und Forderungen, die an uns herangetragen werden. Weil wir wissen, dass es massiver Investitionen bei der Bundeswehr bedarf. Weil wir wissen, dass viel Gerät in die Jahre gekommen ist oder besser gesagt sich im Greisenalter befindet. Weil wir wissen, dass am Ende verfügbares, funktionierendes Material sowie die Ausbildung an diesem Ihre Lebensversicherung sind, dann, wenn Sie sich für uns im Einsatz befinden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schwarz-Zimmermann? Ich würde gerne meine Rede zu Ende halten. Danke. Und ich halte auch fest, klar, auch die Heron-TP kann eine solche Lebensversicherung sein. Ich bin mir sehr bewusst, welche Fragen unsere Debatte in der Fraktion hervorgerufen hat. Lassen Sie mich deshalb kurz einige der Gedankengänge skizzieren. Ganz grundsätzlich ist es doch so, das Waffensystem Heron-TP läuft per Leasing ab nächstem Jahr zu. Dann gehen die Soldatinnen und Soldaten in die Ausbildung und frühestens in 2022 wird die Heron-TP sich in einem Einsatzszenario befinden. Damit ist es doch mitnichten so, Herr Kollege Orte, dass der erhöhte Gesprächsbedarf in der SPD-Bundesfraktion nun dazu führt, dass unmittelbar Leben von Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel gesetzt wird. Denn frühestens in 2022 könnte Heron-TP seine Schutzwirkung entfalten. Und klar ist doch auch, angesichts der... Das ist halt auch ein bisschen dieses Wording die ganze Zeit, dass die Drohnen nur Schutzwirkung haben. Ne? Also man kann natürlich, die haben auch immer eine Angriffswirkung. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid dann im Einsatz, fahrt da rum und die ganze Zeit schwört oben eine Drohne mit euch mit und die wird halt von der Military Base gesteuert, so dann und dann ist irgendwie, dann macht die Drohne da irgendein Ziel aus, dann ist das natürlich auch eine Angriffswirkung auf das Ziel, was da kommt und nicht nur eine Schutzwirkung für die Soldaten. Turbulenzen in der internationalen Politik, dass heute niemand voraussagen kann, in welchen Szenarien sich die Bundeswehr dann befinden wird und inwiefern Force Protection, insbesondere mobile Force Protection, beispielsweise für Patrouillen überhaupt benötigt wird. Also das ist das, ne, Force Protection, also quasi gerade auf Patrouille, dass man halt guckt, welche Systeme hat man, um die jeweilige Patrouille zu schützen. Und in dem Fall wäre Force Protection halt, dass eine Drohne oben mitschwört. Natürlich, Heron-TP kann Force Protection mobil, aber auch stationär gewähren. Für den stationären Schutz von Lagern eignen sich aber auch andere Waffensysteme, wie beispielsweise das NES-Verteidigungssystem Mantis, ein wirksames Verteidigungssystem für den Nahbereich. Leider hat die Bundeswehr nur eins von diesem System, ein einziges in den Einsatzgebieten. Befindet sich in Mali. Ein Antrag der SPD und der CDU-CSU-Fraktion wurde vom Ministerium zwar zur Kenntnis genommen, aber dennoch wurden keine weiteren Mittel zur Verfügung gestellt, um beispielsweise für das von der Ministerin in ihrer Rede erwähnte Lager in Kunduz, für dieses Lager einen wirksamen Schutz zur Verfügung zu stellen.
Beschwert sie sich gerade darüber, dass das Ministerium nicht gehandelt hat? Ich meine, die SPD und die CDU sind doch in der Regierung und das Ministerium wurde doch vorher von, ich meine, Frau von der Leyen, die ja jetzt Kommissionspräsidentin ist, geleitet und dann halt die AKK. Ne? Also klingt so ein bisschen gerade, als wäre sie in der Opposition. Der noch dazu von der Stange erhältlich wäre. Ich finde, dieser Kritik müssen Sie sich stellen. Wenn Sie uns vorwerfen, ich zitiere, uns an den Soldatinnen und Soldaten zu versündigen. Richtig ist doch, dass es neben den Drohnen noch weitere Möglichkeiten für den Schutz von Lagern und Soldatinnen und Soldaten gibt. Schutzeinrichtungen für die der Verteidigungsausschuss. Genau, die Soldatinnen und Soldaten einfach nicht in Kampfeinsätze schicken, ne? Ausschuss mit den Stimmen der SPD und auch der CDU/CSU sich ausgesprochen hat, Schutzeinrichtungen, die sie nicht in der Lage sind zu beschaffen. Ich finde, hier kann und muss das Ministerium mehr tun, wenn ihnen so wie uns das Leben der Soldaten und der Schutz und die Sicherheit am Herzen liegen. In 2018 haben wir gemeinsam im Koalitionsvertrag festgehalten, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, über die Beschaffung der Bewaffnung wird der Bundestag nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung gesondert entscheiden. Wir haben das so fest. Völkerrechtlich, also Endvölkerrecht, verfassungsrechtlich mit deutschem Recht und ethisch. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Gehalten, eben weil das ein Thema mit großem gesellschaftlichen Verletzungspotenzial ist. Ein Thema, was in großen Teilen der Gesellschaft erklärt, was man erklären muss. Und für diese Erklärung braucht man eine Grundlage. Eine Grundlage, die die wesentlichen Fragen erläutert. Was sind die geplanten Einsatzszenarien? Was sind sie mit Blick auf Drohneneinsätze anderer Nationen eben auch gerade nicht? Wo sitzt der Operator? Wer gibt einen Befehl? Wie viele Augen sind beteiligt? Muss der Einsatz der Drohne Teil des Mandats sein oder kann die Bundeswehr selbst entscheiden, wie und wo sie die Drohne einsetzt? Spätestens seit 2018, verehrte Na, ob man das immer alle so im Detail planen kann, ist auch die Frage. Ich meine, im Einsatz kann es halt auch mal schnell gehen. Ich weiß, es die Amerikaner, da ist es, glaube ich, immer eine längere Observation von potenziellen Terroristen, ja, das wäre aber nochmal ein anderes Thema. Und die kommen dann quasi durch auch Beobachtung und durch Metadaten auf so eine Liste und das geht dann immer im Ranking nach oben, bis irgendwann der Präsident quasi diese Killing List bekommt, so, ne, von dem Procedure her. Und er muss dann halt entscheiden, okay, dann kommt hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, der Chef vom FBI oder CIA zum Präsidenten und sagt, hier, Mr. President, we have to kill those people. Und dann sagt er halt ja oder nein. Ne? Und ist halt die Frage, ich meine, ist halt auch immer so die Sache, ob der Bundestag darüber so im Detail immer abstimmen sollte, könnte, ob das überhaupt möglich wäre. Kolleginnen und Kollegen, mit dem Abschluss des Koalitionsvertrages ist doch klar, dass die SPD-Fraktion diese Fragen beantwortet, sehen will und sie diskutieren will. Sie sind nicht neu, aber ich muss konstatieren, dass das Ministerium sich erst jetzt ernsthaft im Kann die SPD doch mal eine Umfrage machen in ihrer Partei, ob die Parteibasis das befürwortet oder ablehnt. Ich glaube, die Basis, die meisten Leute würden das ablehnen in der SPD. Arbeiten dieser Passage und diesem Punkt im Koalitionsvertrag festgelegten Verfahren gestellt hat. Es liegt in der Natur der Sache, dass Fachpolitikerinnen und Politiker tief in der Materie stecken und eine Haltung dazu entwickelt haben. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen konnten das bisher nicht, eben weil die Entscheidungsgrundlage fehlte. Und sie konnten es vor allen Dingen auch zu Hause nicht in den Wahlkreisen mit der Zivilgesellschaft diskutieren. Aber das ist auch unser Job und Teil der repräsentativen Demokratie. Uns geht es auch momentan, es geht auch momentan nicht, weil nun die weltweite Pandemie. Wie gesagt, ich meine, es gibt diese Umfragen. Ich glaube, hier im Zusammenhang mit ARD Deutschland Trend, wo man die Bevölkerung zu diesem strittigen Thema gefragt hat und da haben über 50% Nein gesagt. Wäre aber auch eine gute Idee, sowas für eine Volksabstimmung mitzunehmen. Soll die Bundeswehr bewaffnete Drohnen haben, ja oder nein? Zusammenkünfte schlicht und ergreifend unmöglich macht. Moltke hat einmal gesagt, erst wägen, dann wagen. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möller. Also, dass die Anträge ablehnen, ist eigentlich Standard, wenn es nicht irgendwie so übergreifende Sachen gibt, wie irgendwie, ich glaube, bei Sterbehilfe war das. Das ist halt auch ganz normal, dass in so einem Fall halt die Anträge von der Opposition
abgelehnt werden und man sich halt immer darauf bezieht, Koalitionstreue. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Faber, FDP-Fraktion. Markus Faber sitzt für die FDP-Fraktion im Verteidigungsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es ist leider eher die Regel als die Ausnahme, dass wir uns in der besinnlichen Weihnachtszeit passend nochmal mit bewaffneten Drohnen beschäftigen. Diesem Jahr proudly presented by Die Linke. Was ist denn das für ein Argument? Nur weil jetzt kurz vor Weihnachten ist, darf man sich nicht mit diesem Thema beschäftigen? Also das ist auch schon wieder so ein, weiß ich nicht, so ein Seitenhieb, so mega sinnlos einfach. Vielen Dank dafür. Was mich allerdings wirklich wütend macht, ist die SPD. Liebe Genossinnen und Genossen, seit knapp zehn Jahren beschäftigen wir uns damit, ob wir unsere Drohnen bewaffnen, um unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu schützen. Alle Argumente sind mehrfach ausgetauscht. Sie haben mehrfach mit Ihrem Koalitionspartner sich entschieden. Beschwert er sich gerade auch über diese 10 Jahre? Die FDP war doch von 2009 bis 2013 unter Guido Westerwelle mit der CDU in der Regierung. Hätte er ja machen können, ne? Ich weiß nicht, wo er da war, aber die FDP hätte es doch da machen können. Ihnen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und wir als Freie Demokraten unterstützen das. Und immer wenn es zur Entscheidung kommt, jedes einzelne Mal schlagen Sie sich in die Büsche und sind auf einmal nicht mehr ansprechbar. Das regt mich auf. Das regt aber eben nicht nur mich auf. Das regt auch diejenigen auf, die ihre Politik umsetzen müssen. Vizeadmiral Stawitzki ist Abteilungsleiter im BVG. Und ihn regt das auch auf. Und er schreibt auch in den sozialen Medien öffentlich, ich zitiere, mir fehlen die Worte. 23 unserer Kameraden habe ich in meiner Zeit als Adjutant von 3 Ministern zu Grabe getragen. Wie viele könnten heute noch leben? Zitat Ende. Dieses Zitat macht, glaube ich, deutlich. Naja, das jetzt wieder gegeneinander aufzuwägen und irgendwie so durch die Blume zu sagen, okay, mit Kampfdrohnen wäre das nicht passiert, wären die nicht gestorben. Also das ist halt auch wieder bisschen schäbig. Dass Ihre Verweigerungshaltung zu einer Entscheidung Menschenleben kostet. Und das ist das Fatale. Und dass Sie diese Entscheidung verweigern, weil Sie sich bei Menschen, die völlig realitätsfern... Andersrum könnte er sich genauso hinstellen und sagen, weil die Leute in den Einsatz geschickt werden, sterben sie so. Ne? Das ist ja der Hauptgrund und nicht, weil sie keine Drohnen haben. Also das ist ja... Oh mein Gott. Argumentieren, aufplustern wollen und mich widert das an. Und das widert glücklicherweise nicht nur mich an. Es wurde eben schon angesprochen, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Herr Felgentreu, ist diese Woche von eben diesem Amt zurückgetreten, weil auch er das nicht mittragen kann. Dafür mein höchster Respekt. Es geht darum, das ist zumindest konsequent, wenn man, egal ob das jetzt dieser Beschluss ist oder andere Beschlüsse, dann sagt, okay, ich stehe nicht dahinter, dann trete ich von dem Amt zurück. Das ist auf jeden Fall konsequent. Soldaten und Soldaten im Einsatz zu schützen, das sind wir Ihnen schuldig, das sind wir aber auch Ihren Angehörigen schuldig. Frau Mattheis von der SPD spricht in diesem Zusammenhang... Müsste man jetzt auch mal nachgucken, weil er ja wieder auf diese Ausrüstungsschiene geht und sagt, die Bundeswehr braucht da mehr Mittel, was die FDP in den 4 Jahren mit Merkel zusammen und der CDU da gemacht haben und wo sie investiert haben und wo sie vielleicht auch gespart haben, ne? Vom automatisierten Töten. Die ist heute leider nicht anwesend, wenn ich das richtig sehe. Und ich frage mich, welchen Teil der Debatte, der 10-jährigen Debatte, sie nicht mitbekommen hat. Denn es ist kein Unterschied. Mit Ihrer Argumentation könnten wir heute auch keine Artillerie einführen. Es ist kein Unterschied. Wenn Frau Mattheis mal im Gefechtsstand war, dann sind Sie in einem Container mit Bildschirm. Der Drohnenpilot sitzt auch in einem Container mit Bildschirm. Bei uns übrigens im Einsatzland. Und das ist auch gut. Das spielt dann natürlich ein bisschen auf die extraterritoriale Tötung der Amerikaner an, die halt quasi irgendwo, glaube ich, in der Wüste von Nevada sitzen und ihre Ziele dann immer observieren und dann quasi von dort aus die Befehle geben, jetzt irgendeine
in dem Fall kam ja schon vor, eine Hochzeitsgesellschaft leider zu bombardieren mit Raketen. Gibt es auch ganz guten Film zu, ich glaube, National Bird, Killing Bird, eins von beiden. Ich gucke nochmal nach. Müssen Sie auch keine Angst vor sich selbst haben. Denn auch wenn wir bewaffnete Drohnen hätten irgendwann, würden wir bei jedem Bundeswehreinsatz jedes Jahr hier in diesem Saal, alle, die hier sitzen, darüber entscheiden, ob wir sie mit den Soldaten in den Einsatz schicken oder nicht. Herr Kollege, und das wäre auch richtig so. Des, aus der Fraktion Die Linke. Ja. Herr Dr. Faber, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Mich würde jetzt doch mal interessieren, ob wir von diesem doch mythenumwobenen Vortrag auch mal zu Daten und Fakten und Zahlen kommen können. Können Sie bitte diesem Haus erklären, wie viele Soldaten der deutschen Bundeswehr in den letzten 5 Jahren im Auslandseinsatz nicht hätten sterben müssen, hätte die FDP damals, als sie noch in der Bundesregierung war, diese Entscheidung, die Sie heute wollen, bereits in der Regierung getroffen und durchgesetzt. Können Sie da einfach mal eine Zahl sagen? Werte Kollegin, vielen Dank für Ihre Frage. Er antwortet bestimmt nicht auf die Frage. Frage. Die FDP hat ihren Bildungsurlaub gemacht und wir sind aus der außerparlamentarischen Zeit schlauer zurückgekommen, als wir hineingegangen sind. Die FDP ist übrigens nicht aus dem Bundestag rausgeflogen, weil sie damals keine bewaffneten Drohnen eingeführt hatte. Ne? Das hat andere Gründe. Und ich wünsche Ihnen das auch. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit hinzuzulernen. Sie haben jede Möglichkeit hinzuzulernen. Und ich sage Ihnen, wenn wir bewaffnete Drohnen zum Schutz von Patrouillen hätten, dann würden wir vielleicht in den Einsatzländern auch häufiger tatsächlich auch auf Patrouille gehen. Denn wenn... Das ist ja diese grundsätzliche Frage, die dahinter steht, mit der sogenannten Verantwortung der Bundeswehr in irgendwelchen Einsätzen und NATO-Mandaten, und auf die er natürlich jetzt hier ein Stück weit anspielt und dann sagt, ja, wir bräuchten ja nur das, dann könnte die Bundeswehr auch mehr Verantwortung übernehmen oder mehr tätig sein in irgendwelchen Kriegseinsätzen. Das ist ja immer so ein bisschen das Wording, was dahinter steht. Sie mal und hätten damit vielleicht auch die Chance, den Terror in diesen Ländern zu bekämpfen und der Die Terrorbekämpfung, ja, das hat, genau, das seit 2001 hat auch den Amerikanern und so viel gebracht und die fast schon 20 Jahre, die Bundeswehr jetzt auch in Afghanistan ist, ist bestimmt auch sehr, sehr viel passiert in Sachen Terrorbekämpfung, mit Sicherheit. Bevölkerung dort besser zu helfen, dafür zu sorgen, dass Entwicklungshelfer dort auch ihre Arbeit tun können, die das derzeit im Norden von Afghanistan nämlich nicht tun können. Aber Herr Dr. Faber, das sagen wir noch bitte. Sie haben dann jede Gelegenheit zu antworten, solange Sie wollen. Der Kollege Dr. Brecht, SPD. Na, also es geht immer noch um die Anschaffung von 5 Drohnen. Er stellt das wieder so hin im Sinne von, ja, damit könnten wir dann viel, viel mehr machen, auf Patrouille gehen und die Leute schützen und die könnten dann den armen Afghanen ja helfen. Ne? Und wie gesagt, müsste man jetzt auch mal ins Detail gucken, was in den, ja, fast, lass es 18 Jahre sein, passiert ist, wie so die Entwicklung ist, wie viel, weiß ich nicht, weniger, wie viel Einfluss die Taliban noch hat, wie viel mehr Menschen Zugang haben zu Bildung zum Beispiel, wie viel besser einfach die Lebenssituation der Menschen ist durch die militärische Präsenz von zum Beispiel auch Deutschland. Die Fraktion möchte auch gerne eine Zwischenfrage stellen. Ach, die lasse ich jetzt nicht mehr zu. Die lassen Sie nicht mehr zu. Ja. Herr Dr. Brecht, tut mir leid. Herr Brecht, wir kommen ja beide aus Sachsen-Anhalt. Wir können das gerne bilateral mal fortsetzen. Das kann der Kollege Dr. Faber entscheiden, wenn er möchte. Dann ist sozusagen Ihre Redezeit fast zu Ende. Sie haben noch das. Genau, damit komme ich auch zum Ende. Ich werde Sie dann auch gerne persönlich fragen, ob Sie noch wissen, wie man Verantwortung schreibt. Das wäre nämlich wichtig. Mir wäre wichtig, dass Sie sich einen Ruck geben, dass Sie bei dieser Debatte nach 10 Jahren zu einer Entscheidung kommen. Uns als Freien Demokraten ist das wichtig. Ich stehe auch gerne Ihrem Parteivorsitzenden zur Verfügung, der offensichtlich ja noch Informations- und Diskussionsbedarf hat. Da sage ich Ihnen, mein Handy ist für Sie natürlich immer an, auch über Weihnachten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Faber. Markus Faber war das hier mit einer Zwischenfrage von Katrin Vogler aus der Linksfraktion. Und auch der nächste Redner ist aus der Linksfraktion. Tobias Pflüger ist der Sprecher für Verteidigungspolitik. Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst einmal will ich mich ausdrücklich dafür bedanken, dass von Seiten der SPD die Entscheidung über die Bewaffnung von Drohnen geschoben wurde. So kommt es diese Legislaturperiode nicht mehr zu einer Beschaffung der Bewaffnung für die Drohne Heron TP. Das begrüßen wir als Linke ausdrücklich. Bedanken möchte ich mich bei den Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Friedensbewegung, aus der Wissenschaft, bei der SPD, bei den Grünen und bei den Linken, die dieses möglich gemacht haben. Wir werden später hören, dass diese Debatte zur Bewaffnung von Drohnen ausführlich geführt worden sei. Naja, wir wissen aber auch, das Verteidigungsministerium hat eine im Wesentlichen gelenkte Debatte geführt. Eine ausführliche, breite, gesellschaftliche Debatte sieht völlig anders aus. Dazu gehören auch viele andere Akteure, zum Beispiel aus dem Bereich der Gewerkschaften oder Religionsgemeinschaften. Stimmt, wie gesagt, einfach mal Volksabstimmung dazu machen. Ne? Wäre doch eine gute Sache. Dann hat man es schwarz auf weiß. Das zur Ehrenrettung von Norbert Walter-Borjans und Rolf Mützenich. Immer wieder wurde von den Befürworterern der Bewaffnung vorgebracht, Drohnen würden nur und ausschließlich zum Schutz von Soldatinnen und Soldaten, Lagern und Konvois eingesetzt. Jeder, der sich mit Drohnen auskennt, weiß, das ist, freundlich formuliert, nur ein Teil der Wahrheit. Für Kampfdrohnen gibt es breite Einsatzszenarien. Schauen Sie zum Beispiel in das Thesenpapier Rüstung digitalisierter Landstreitkräfte vom Kommando Heer. Da sind solche Szenarien konkret beschrieben. Dort ist von UAV-Wirkmitteln gegen Gegnern die Rede. Ich zitiere mal einen Soldaten. Er sagt, unehrlich ist es, diese militärischen Einsatzszenarien hinter dem Begriff Schutz zu verstecken. Schutz heißt beim Militär eben auch, dass wir anderen Menschen das Leben nehmen werden. Das gehört dazu. Und er sagt auch, wir müssen aufhören, nur vom Schutz für Soldatinnen und Soldaten zu reden. Im besten Falle schießen sie nie, die Drohnen. Wenn wir sie aber nutzen, dann meist mit dem Ziel, Menschen zu töten. Da nur Schutz zu sagen, ist unehrlich. Das ist der zentrale Punkt. Hat er recht. Sie erzählen quasi nur einen Teil der Szenarien. Und es gibt breite Szenarien für diese bewaffneten Drohnen und deshalb sollen sie angeschafft werden. Es sind Kampfdrohnen, es sind auch Angriffswaffen und deshalb lehnen wir diese Anschaffung der Drohnen ab. Fairerweise muss man natürlich sagen, ein G36 oder eine Pistole ist sowohl eine Verteidigungs- als auch eine Angriffswaffe. Also die ganzen verschiedenste Sachen lassen sich ja auf die eine und die andere Weise nutzen. Und deshalb muss man halt auch immer diese Begriffe auch ein Stück weit hinterfragen, wie er es ja in dem Fall auch macht mit Schutzwirkung. Aber es ist natürlich die Drohne gleichzeitig auch ein in dem Fall, wenn man es aus militärischer Sicht sieht, natürlich ein sehr effektives Mittel, um irgendwo auch einen Angriff zu gestalten in einer bestimmten Region gegen eine bestimmte Personengruppe. Und der beste Schutz für die Soldatinnen und Soldaten ist nicht die Anschaffung von Kampfdrohnen, sondern ist, dass man sie nicht erst gar nicht in den Auslandseinsatz schickt. Das wäre der beste Schutz. Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat darauf hingewiesen, bewaffnete, ferngesteuerte Drohnen können in bestimmten Szenarien operative Vorteile bieten, sind aber grundsätzlich auch geeignet, rechtlich fragwürdige Einsätze zu begünstigen und zu Pfadabhängigkeiten zu führen, die auf Autonomie hinauslaufen. Genau, da sind wir wieder bei diesem, ich denke mal, die bezieht sich auf die Situation von Amerika, das ja aus Nevada, und da steht auch noch im Raum, ob das über die US-Airbase Rammstein passiert. Das wird zwar immer bestritten, aber es gibt auf jeden Fall Indizien dafür, dass die das darüber, dass da eine Relaisstation ist und dann im Nahen Osten natürlich die Drohnen geflogen werden und dort dann die Menschen umgebracht werden ohne irgendwelche Verfahren, ohne dass die eine Möglichkeit haben, dass irgendwo geprüft wird. Das ist einfach nur, der Präsident kriegt, wie gesagt, diese Liste und muss dann sagen, ja ich unterschreibe oder nicht, weil die Geheimdienste dann sagen, okay, Mr. President, das ist hier Sicherheitsrisiko und wir müssen das jetzt machen im Rahmen der nationalen Sicherheit.
Insbesondere können bewaffnete Drohnen der erste Schritt sein in Richtung autonomer Waffensysteme. Und genau das ist geplant. Gucken Sie das Future Combat Air System an. Dort ist von autonomen Waffensystemen die Rede, von Drohnenschwärmen. Und genau das ist das. Diese Entwicklung wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Pfad geöffnet wird. Und deshalb lehnen wir diese Bewaffnung der Drohnen ab. Liebe Kolleginnen, ist übrigens nicht nur für Drohnen so, sondern auch, wer mal Bock hat, Boston Dynamics, die haben da schon quasi so Roboter entwickelt, die schon sich sehr menschlich bewegen und kann ich auch mal verlinken. Da sieht man auch, in welche Richtung das gehen kann, so im Sinne des Kampfroboters, des autonomen Kampfroboters. Kollegen, das vielleicht als ein kleiner Tipp an diejenigen innerhalb der SPD, die jetzt dafür gesorgt haben, dass es zu dieser guten Entscheidung gekommen ist. Es sind trotzdem noch für die Eurodrohne 232 Millionen Euro im jetzigen Haushalt drin. Auch die ist bewaffnet geplant. Deshalb auch diese Eurodrohne. Ich meine, Frau von der Leyen, die ja jetzt EU-Kommissionspräsidentin ist, war, glaube ich, auch A für Drohnen und B auch immer für bewaffnete Drohnen. Drohne muss dann aus diesem Haushalt gestrichen werden. Auch das ist eine bewaffnete Drohne, die wir ablehnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist schon interessant, mit welcher Aufregung diese Debatte geführt wird. Es ist ein Waffensystem, was eine grundsätzliche Veränderung der Kriegsführung bedeutet. Und das ist der Punkt, warum wir es ablehnen. Und Ihre Formulierung, die Sie vorher hier gebracht haben, unter anderem Sie, Herr Otte, fand ich schon sehr problematisch. Ich glaube, die Debatte ist notwendig, dass wir sie ganz ruhig und sachlich führen. Dieses Waffensystem ist problematisch, deshalb sollten wir es nicht einführen. Vielen Dank. Es spielt natürlich da ein Stück weit auf den Unterschied an zwischen, wenn ihr als Soldat, als Soldatin im Einsatz seid und das Ziel vor euch habt und auf jemanden schießt, im Vergleich dazu, dass ihr im Bunker sitzt und quasi... Es ist natürlich kein Computerspiel in dem Sinne, aber ihr sitzt halt vor einem Bildschirm und steuert, es hat schon Aspekte von einem Videospiel und steuert quasi diese Drohne und seht dann, kommt dann drauf an, wie gut die Auflösung ist, seht dann Menschen und werft dann quasi dann die Raketen ab. So, also es gibt halt eine sehr, sehr große, ja, menschliche, soziale Distanz. Ne? Kann man jetzt sagen, okay, wenn ich mit einem Panzer rumfahre, habe ich das auch, aber da weiß ich nicht, wenn ihr da auf jemanden schießt, dann seht ihr das noch eher oder ihr fahrt dann an irgendwelchen Leichen vorbei. Bei der Artillerie, okay, wenn ihr auf Kilometer weit schießt, dann vielleicht nicht, aber es ist schon was anderes, wenn ihr vor einem Bildschirm sitzt und das quasi das ganze Szenario so abstrakt ist und dort sich, ich übertreibe jetzt mal, sich Pixel bewegen und ihr dann quasi so Daten habt und sagt, okay, da passiert jetzt was, da ist die und die Person und die ist mutmaßlich ein Terrorist und will jetzt einen Anschlag machen und die müssen wir jetzt mit der Drohne bombardieren, als wenn ihr wirklich selber im Gefechtsfeld seid und in irgendeinem Schützengraben liegt hinter irgendeinem oder in irgendeinem Bunker und schießt dann auf jemanden. Also es ist auf jeden Fall ein sehr krasser Unterschied für die, ne, die da nicht bei der Bundeswehr waren oder da irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. Vielen Dank und das Wort geht an Katja Koll von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch wir Grüne haben uns nach 10-jähriger Debatte eine Meinung gebildet und sind gegen die Bewaffnung der Drohnen. Liebe SPD, ich finde es langsam etwas albern zu behaupten, es sei noch nicht genug diskutiert worden. Könnte man jetzt auch mal reingucken in das Parteiprogramm, weil die Grünen hatten ja erst irgendwie vor einigen Wochen ihren digitalen Parteitag, ob da irgendwas drinne steht. Und im Zweifel, die Grünen, es wird ja schon sehr stark spekuliert, dass sie nächstes Jahr in die Bundesregierung gehen. Und wenn sie jetzt sagt, die Grünen sind auf jeden Fall dagegen, dann wäre das ja nächstes Jahr irgendwie eine Position, die sie auch hart vertreten müssen, hoffentlich. Und da ist dann die Frage, ob es an sowas scheitert. Und ich glaube an der Beschaffung von irgendwie 5 Drohnen, die bewaffnet werden, ich glaube, da wird es nicht scheitern bei den Grünen. Sagt doch einfach, wo die Bedenken liegen und entscheidet euch.
aber an die Union gerichtet, muss ich sagen. Eine Debatte vereinbart man wegen des Erkenntnisgewinns und nicht, weil man eine bereits getroffene Entscheidung im Nachhinein legitimieren will. Akzeptieren Sie endlich, dass die Debatte nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Trotzdem haben meine Kollegin und ich auch die neuerliche Präsentation der Argumente noch mal wieder gründlich angesehen. Wenn Sie uns nämlich davon überzeugen könnten, dass der konkrete Vorteil einer bewaffneten Drohne gegenüber der herkömmlichen Luftunterstützung so groß ist, dass er die Nachteile aufwiegt, dann hätten wir unsere Entscheidung durchaus überdacht. Denn der Schutz der Soldatinnen und Soldaten ist für uns ein entscheidendes Kriterium. Die vorgetragenen Fallbeispiele, ich würde gerne fordern. Die vorgetragenen Fallbeispiele waren allerdings erschreckend ungeeignet, um den Vorteil bewaffneter Drohnen darzulegen. Ich hätte erwartet, dass sie es uns schwerer machen. Also aus meinen Erfahrungen in Afghanistan, da war es natürlich so, dass die Bundeswehr da wenig eigene Sachen zur Verfügung hatte. In Sachen Luftunterstützung, da wurden auch immer die Verbündeten, zum Beispiel die Amerikaner, angerufen. Und wenn man jetzt ein Mega-Fan von Auslandseinsätzen und Militär ist, dann kann man auf jeden Fall argumentieren, dass das sinnvoll wäre für das Militär. Gerade wenn man irgendwie Bock hat, so wie es die Amerikaner ja auch noch machen, sehr, sehr viele Soldatinnen und Soldaten in Einsätze zu schicken. Klar, dann ist es, wenn man da Bock drauf hat, dann muss man natürlich auch Drohnen anschaffen. Durch Drohnen hätten weder die dargestellte Hinrichtung durch Terroristen verhindert, noch ein unübersichtliches Kampfgeschehen beim Angriff auf eine Patrouille beendet werden können. Bewaffnete Drohnen sind eben keine sauberen Wunderwaffen, die nur die Bösen treffen und die Guten schonen. Das stimmt. Es gibt von den ziemlich viele zivile Opfer. Ich meine, auch Obama hat dann nach langem Hin und Her mal so Zahlen preisgegeben. Und da waren wohl so roundabout 2000 offizielle Zahlen damals, 2500 angebliche Terroristen, wo auch wieder die Frage ist, okay, waren das wirklich Terroristen oder haben die Metadaten nur dazu geführt, dass diese Person als Terrorist eingestuft wurde und dazu irgendwie ein paar hundert Zivilisten und auch leider viele, viele Kinder, die umgekommen sind. Das ist deshalb, also ich bin komplett dagegen, sowas anzuschaffen. Das ist absoluter Wahnsinn, wenn das in so eine Richtung gehen würde. Und ich glaube, da ist auch die Mehrheit der Bevölkerung wäre definitiv weiter dagegen. In 10 bewaffneten Einsätzen der Bundeswehr im Ausland derzeit keinen mit einem Einsatzszenario für bewaffnete Drohnen, und das ist auch gut so. Auch der Abzug aus Kunduz war ohnehin notwendig, und daran hätten auch die bewaffneten Drohnen nichts geändert, Herr Otte. Ich habe bei der Bundesregierung trotzdem nochmal schriftlich nachgefragt, wie oft die Bundeswehr in Afghanistan auf den Schutz durch bewaffnete Drohnen der Bündnispartner angewiesen war. Denn das wäre ja durchaus relevant gewesen. Die Antwort der Bundesregierung war allen Ernstes, dass sie darüber keine Kenntnis hat. Also bitte, wenn Sie uns von der Notwendigkeit dieser Waffensysteme überzeugen wollen, dann sollten Sie solche Kenntnisse besser haben. Und ich bitte die Soldatinnen und Soldaten um Verständnis, aber wir müssen bei der Abwägung nicht nur das aktuelle Einsatzszenario ansehen, sondern auch mit einbeziehen, dass die Verfügbarkeit bewaffneter Drohnen das Einsatzszenario künftig verändern wird. Falls die Union insgeheim vorhat, die Bundeswehr künftig auch an bilateralen Antiterrormissionen zu beteiligen, dann soll sie das offen sagen. Ich sage Ihnen, diese Form des Antiterrorkampfes hat sich weder bei den Amerikanern in Afghanistan noch bei den Franzosen in Mali als hilfreich und nachhaltig erwiesen. Genau, weil das wäre auch ein bisschen meine Argumentation mit der zum Beispiel Bombardierung von irgendwelchen Menschengruppen und unschuldigen Opfern. Schürt man halt noch mehr Hass und mehr Terrorismus, meiner Meinung, und bringt natürlich auch Unschuldige um. Und wie soll man da das Vertrauen zum Beispiel gewinnen? Und das andere, auf das sie anspricht mit den bilateralen Einsätzen, gibt natürlich auch einige in der CDU, wie zum Beispiel der Norbert Röttgen, der sich ja auch bewirbt als Kanzlerkandidat, der, wo man ganz, ganz oft schon gehört hat, okay, wir müssen jetzt endlich mal wieder mehr Verantwortung übernehmen. Also da ist die CDU, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in der CDU, die diesen Kurs mitgehen würden und sagen würden, okay, eher mehr Militär, mehr Ausgaben,
mehr Verantwortung, mehr Einsätze und gleich mehr Einsätze heißt natürlich auch mehr Opfer, mehr Gefahren für die Soldatinnen und Soldaten. Ne? Wir halten es für richtig, dass die Bundeswehr die UNO-Mission in Mali unterstützt. Für dieses aktuelle Einsatzszenario brauchen wir die Bewaffnung der Drohnen nicht. Und ein anderes Szenario würde das Leben der Soldatinnen und Soldaten mehr gefährden als schützen. Vielen Dank. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass es da Spielraum gibt bei den Grünen. Katja Keul, die Sprecherin für Abrüstungspolitik der Grünen, war das. Wir müssen mit der Redezeit jetzt etwas strenger umgehen müssen und auch Kurzinterventionen und Zwischenbemerkungen nicht mehr zulassen werden. Als nächstes hat das Wort Florian Hahn, 5 Minuten für die Fraktion der CDU/CSU zu reden. Es wird hier Tempo gemacht. So, Frau Präsidentin, schön, dass man jetzt beim letzten Redner darauf achtet, aber gut. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen 2 Anträge vor von der Linken und von den Grünen, die inhaltlich auf das Gleiche hinaus wollen, nämlich die Bundeswehr soll nicht mit bewaffnungsfähigen Drohnen ausgerüstet werden. Und beim Antrag der Linken ist es so, dass sich 6 Zeilen damit beschäftigen mit der Beschlussfassung und 8 Zeilen mit der Begründung. Das ist relativ dünn. Und es ist ungefähr genauso dünn wie das, was auch der Herr Pflüger hier abgezogen hat, indem er im Grunde Argumente ins Feld geführt hat, die in dem Antrag gänzlich fehlen, im Antrag der Linken ins Feld geführt hat, die sie im Grunde für jede andere Waffe, die die Bundeswehr einsetzt, auch ins Feld führen können. Und daran zeigt sich einmal mehr, dogmatisch, konsequent und ideologisch treu, so ist die Linke und deswegen wollen wir uns damit gar nicht länger befassen. Aber der Antrag der Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig an dem Antrag ist, und das hat die Kollegin Keul ja auch gesagt und bemerkt, die Debatte wird seit jetzt fast 10 Jahren geführt und es sind tatsächlich wirklich alle Pros und Kontras auf den Tisch gelegt worden und abgewogen worden und diskutiert worden. Falsch ist allerdings, liebe Kollegin Keul, den Schluss, den Sie ziehen. Es ist falsch, diese bewaffnungsfähige Drohne nicht anschaffen zu wollen. Und ich sage Ihnen auch mit den Argumenten, die Sie führen, warum. Sie sagen unter anderem, das BMVG hätte nicht ausreichend Einsatzszenarien geliefert, Drohnen versus herkömmlicher Luftunterstützung, hier den Unterschied aufzuzeigen und deutlich zu machen, warum das notwendig ist. Ich kann nur sagen, also bei den vielen Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, bei den Debatten, bei der Anhörung im Bundestag, bei den Dingen, die zum Beispiel der Bundeswehrverband gesagt hat, hier sind überall Soldaten zur Frau Präsidentin, da sind viele Soldaten befragt worden, die genau diese Szenarien beschrieben haben und das nicht aus voller Überzeugung, aus eigener Erfahrung. Und da kann ich nur sagen, wenn das nicht genug ist, was braucht es denn dann eigentlich noch mehr? Und wollen Sie die Kollegin? Ich wiederhole mich ungern, aber ich möchte gerne, dass die Debatten jetzt zügig zu Ende geführt werden. Aha, gut. Also ich erinnere auf jeden Fall... Keine Zwischenfragen mehr hier. So wichtig ist das Thema, ne? Da muss man ein bisschen mal das Tempo anziehen hier. Ich würde sie genehmigen, ja. Aber ich muss jetzt weiterreden, leider. Frau Strack-Zimmermann, ich hätte den Genuss Ihrer Zwischenfrage gerne gehabt. Ich möchte aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist schon nochmal ernst, ich möchte schon sagen, dass mit Blick auf die 10 Jahre, die ich im Deutschen Bundestag bin, mir allein spontan 3 Dinge einfallen, wo ich sage, ich glaube, dort hätte eine bewaffnungsfähige Drohne den Unterschied gemacht. Und das ist Kunduz, das ist das Karfreitagsgefecht und das ist beispielsweise der Beschuss letztes Jahr des deutschen Lagers in Afghanistan. Und das sollte man nicht übersehen. Weiteres Argument, bewaffnete Drohnen würden überwiegend... Ist natürlich jetzt auch alles hypothetisch. Das kann man immer schön sagen, dass dann, wenn die Bundeswehr zu dem und dem Zeitpunkt bei dem und dem Ereignis irgendwie 5 Drohnen gehabt hätte, ob das dann so groß den Unterschied gemacht hätte. Naja. Völkerrechtswidrig aktuell in den Einsatz gebracht werden. Da kann ich nur sagen, was ist denn das für ein großer Unsinn? Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und selbst die Völkerrechtsexperten, die Grüne und Linke, in der Anhörung aufgefahren haben klar gesagt, dass Drohnen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden können und dass es keinen rechtlichen Unterschied zu anderen Waffensystemen, beispielsweise zu Kampfflugzeugen an der Stelle gibt.
Drittes Argument war, dass bewaffnete Drohnen dazu führen, dass die Hemmschwelle für militärische, also dass die Hemmschwelle sinkt, militärische Einsätze zu führen. Da kann ich nur sagen, diese Frage hat mit Drohnen nichts zu tun, denn jede neue Fähigkeit ändert selbstverständlich Einsatzszenarien. Beispiel, vor 10 Jahren haben wir die Beschaffung von Schutzkomponenten für den Dingo. Es geht ja nicht um Einsatzszenarien, sondern um die abstrakte Anwendung von der nicht abstrakten, von der realen Anwendung von militärischer Gewalt. Wenn ich eben im Schützengraben liege und auf jemanden schieße und sehe, wie der verblutet, also wenn ich vor einem, im Vergleich an einem Bildschirm sitze und dann halt sehe, wie die Pixel auseinanderfliegen, so, ne, in Schwarz-Weiß. Was erzählt der? Angeschafft. Warum? Weil unsere Soldatinnen und Soldaten einfach nicht sicher genug ausgerüstet waren, als sie in Afghanistan Patrouille gefahren haben. Was ist da passiert? Ja, CSU, CDU, wir sind doch seit 2005 an der Regierung, hätten sie doch machen können. Ich wusste damals auch, als ich 2005, 2007 in Afghanistan war, da gab es auch noch mega viele Fahrzeuge, die nicht gepanzert waren, ja, wo die Soldatinnen und Soldaten einfach rausgefahren sind, so ohne gepanzerte Fahrzeuge. Wir haben die Dingos ausgestattet, das Fahrzeug war sicherer und selbstverständlich sind dann mehr Patrouillen gefahren worden. Das ist doch ganz klar. Zweites Beispiel, September 2020, Beschaffung eines schweren Bombenkörpers GBU 48 für den Eurofighter. Selbstverständlich haben wir hier zugestimmt, weil das eine wichtige Fähigkeit ist. Im Übrigen, liebe Frau Keul, haben Sie zugestimmt und die Grünen auch mit zugestimmt. Zu was führt das? Zu ganz anderen Möglichkeiten, tatsächlich den Eurofighter in den Einsatz zu bringen. Das hat also mit Drohne, ja oder nein, nichts zu tun. Neue Fähigkeiten bedeuten im Zweifel auch neue Einsatzszenarien. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage Ihnen eins, ein Appell an Olaf Scholz, den Finanzminister. Er hat die Vorlage bei sich liegen. Er soll seines Amtes walten. Das Geld ist hinterlegt und soll diese Vorlage in den Deutschen Bundestag einbringen. Und letztlich sage ich an die SPD, habe ich hier einen dringenden Rat. Liebe Frau Möller, Sie haben das ja tapfer hier gemacht. Das ist übrigens bezeichnend, dass Sie als die... An die Leute, die ja CDU und CSU wählen, immer daran denken, da ist die überwiegende Mehrheit dafür, dass es bewaffnete Drohnen gibt. Und natürlich kann man immer sagen, gibt's da... ist das eine Attribut, dass das die Soldatinnen und Soldaten schützt. Aber auf der anderen Seite, und da muss man sich nur die Entwicklung des Drohnenkrieges von den Amerikanern angucken, habe ich halt immer auch sehr, sehr viele Menschen, die dadurch sterben. Es gibt halt Angriffsziele, kommen Zivilisten ums Leben und halt auch Kinder. Ne? Die Einzige, die dafür ist, hier redet und sie offensichtlich die Mehrheit sich in ihrer Partei aktuell drückt. Hören Sie auf Ihre Fachpolitiker, liebe SPD, hören Sie auf die Werbeauftragte Eva Högel, auf den ehemaligen Werbeauftragten Herrn Bartels. Lassen Sie die Bundeswehr, lassen Sie unsere Soldatinnen und Soldaten nicht im Stich. Sie werden einen massiven, schweren politischen Schaden davon tragen, wenn Sie diese Entscheidung tatsächlich so treffen. Und Sie treiben Wähler, treue Wähler, die Sie hatten, nicht zuletzt auch in die Arme der AfD. Herzlichen Dank. Naja, ob man jetzt, also wenn man gegen Drohnen stimmt, die Leute in die Arme der AfD treibt, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer, warum die Leute AfD wählen. Aber vielleicht machen wir da auch nochmal ein Video. Mal gucken. Vielen Dank, Herr Hahn. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Keine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. Wenn Sie Lust auf eine Abmahnung haben, können Sie die gerne bekommen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 25321 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22369 abzulehnen. Ich glaube, sie ist ein bisschen unzufrieden, weil sie nicht noch mal reden konnte, oder? Stimmt für diese Beschlussempfehlung. Das ist die Fraktion der SPD, Teile der CDU-CSU-Fraktion. Dann, ja, wenn Sie auch Ihren Mund halten würden, wäre es möglich, auch alle, dass alle zuhören könnten. Jetzt reicht es aber langsam. Jetzt geht's los. Den Beschluss.
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 25321 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22369 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der SPD, der CDU-CSU-Fraktion, der FDP und der AfD. Wer stimmt dagegen? Haben gerade FDP, CDU, SPD und AfD zusammengestimmt? Was ist da denn los? Das sind die Fraktionen von Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Ach, schon vorbei. Okay. Ja, das war soweit mein kleiner Kommentar zu der Debatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare unter das Video oder Fragen an meine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, ihr seid auch gegen die Bundeswehreinsätze. Ich war natürlich da, aber ich habe da auch meine Meinung ein bisschen geändert. Und ich hoffe natürlich auch, ihr seid gegen den Einsatz von Kampfdrohnen beziehungsweise gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, alle Links und Quellen findet ihr natürlich in der Beschreibung. Humanistische Grüße und euch noch einen schönen Abend.